So ihr Lieben, hallo und willkommen zu einem neuen Bauvlog. Heute geht es an die Terrasse. Das Wetter ist, glaube ich, nicht so besonders. Also der Wetterbericht sagt Regensonne, Regensonne, Regensonne. Aber mit ein bisschen Glück drückt ihr ja uns die Daumen. Und ja, wir kriegen das Ganze hier trocken gewuppt. Also lassen wir uns überraschen. Euch viel Spaß mit dem Video. Hier mal dran, wa? Mach das mal da dran. Das passt. So, rund, wa? Na, schön. So, dann wir mal eins. Festhalten. Ich muss das mal schrauben. Schön. Sieht schön aus. Ja, ja. Ja. Ja, süß. Ja, dann kann man hier sitzen, ohne die Arbeit sehen zu müssen. Das ist der Nachteil, wenn man was zumacht. Ist doch gut. Die Arbeit dann nicht mehr sehen. Ist doch gut. Ja. In dem Fall. Fahren wir jetzt. Dann mach ich mal die Hunde, schmeiß mal die Hunde rein und mach meine Überwachungskamera an. Ja. Unsere Rode gehen! Da, 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 da. So. Wo fahren wir denn jetzt hin, Papa? An die Ostsee, baden. Yay! Warum haben wir die Hunde nicht mitgenommen, wenn wir an die Ostsee fahren? Weil das mein Auto ist. Und wir hätten auch mit meinem fahren da können. Da kommen keine solchen Köter drin. Die sind doch nicht dreckig, die sind doch dann gewaschen. Ach, die sind dann da. Nee, jetzt sag mal, wo wir hinfahren, anstatt hier irgendwie. Wir fahren jetzt im Baumarkt und holen blöde Terrassendeal. Ja. Nachdem ich 5 Baumärkte und einen Holzhandel abtelefoniert habe, weil im Hornbach die ich bestellt habe, nicht mehr da sind angeblich. Ja? Die haben gesagt, sie bestellen sie mir, dauert aber 14 Tage. Ja. Du willst ja deine blöde Terrasse fertig. Naja, du hast ja nur noch dieses Wochenende Zeit und dann erst im Oktober wieder. Ja. Im Oktober brauche ich keine Terrasse mehr. Warum nicht? Weil dann Scheißwetter ist. Es gibt doch noch schöne, warme Tage im Oktober. Wegen dem Klimawandel, meinst du? Wegen dem Klimawandel. Vielleicht haben wir dann, ja, vielleicht ist das eben mein, wisst ihr, im Sommer ist Scheißwetter mit Regen, Sturm und, weiß nicht, 12 Grad oder so. Ja. Und im Winter wird es dann warm. Ja, wir fahren jetzt Terrassendielen holen. Ja, und dann gucken wir mal, was wir noch so brauchen. Eine Menge. Ja. So, das Ganze hin und her, ich habe es vergessen zu filmen, ey. Schlimm. Dabei war das so eine schöne Geschichte. Ja, können wir mal erzählen bei einem Tee oder so. Das Schöne bei Hornbach ist, da kannst du bestellen. Ja? Das ist jetzt unbezahlte Werbung. Kannst du in anderen Baumärkten genauso. Stellen die dir das alles zusammen und dann brauchst du es bloß noch abholen. Brauchst nicht selber da alle 2 Stunden durch den Markt drin. Aber dann habe ich alles bestellt, habe ich eine Bestellbestätigung gekriegt und eine Stunde später oder 2 Stunden später haben sie mir mitgeteilt, dass die Qualität der Terrassendiel nicht den Anforderungen entspricht und sie mir die deswegen nicht verkaufen können. Ich sagte, na wunderbar, sie würden die aber bestellen und in 14 Tagen könnte ich die holen. Und dann habe ich gesagt, na wunderbar, dann wird das mit der Terrasse vor Oktober schon mal nichts. Ich war eigentlich ganz froh, dass ich das nicht machen muss. Dann habe ich 5 Baumärkte angerufen, die bei uns in der Umgebung sind. Erstmal, wenn sie überhaupt was hatten, war es deutlich teurer. Dann habe ich bei unserem großen Holzhändler angerufen. Der hat ja auch nichts auf Lager gehabt. Jedenfalls, nachdem ich durch alle Baumärkte war, war ich dann beim Turm gelandet. Da habe ich die bestellt. Die hatten natürlich nicht die ich haben wollte, sondern andere. Also waren schon Terrassendielen, aber andere Abmaße. Dünn, labbrig. Und schmal. Nein, nicht dünn, aber schmal. So, dann waren wir da, wollten die abholen. Waren überall so große Löcher drin. Astlöcher und was weiß ich nicht. Es war einfach nur Schrott. Ja, manche waren auch gesplittert und einmal schwer durchgezogen. Also sie hatten da wirklich den letzten Müll zusammengesammelt. Wir haben sie natürlich keine guten mehr gehabt, aber sie waren ein bisschen engagiert und haben uns andere Maße, die offensichtlich nicht online, die gab es nicht online, die wollte ich eigentlich ursprünglich haben, aber die gab es gar nicht online. Haben sie aber doch gehabt. Naja, haben sie uns das zusammengestellt, haben wir den Auftrag storniert
an der Kasse, hin und her, dreimal. Dann haben die neuen Dielen und jetzt haben wir schöne, die haben wirklich gute auch rausgesucht. Die haben die besten rausgesucht, die noch da waren. Naja, da hatten sie dann noch offensichtlich noch. Ja. Also, Ende vom Lied. Wir haben zwar nicht ganz die, die ich haben wollte beim Hornbach. Und sie sind auch ein bisschen teurer als beim Hornbach. Aber wir haben jetzt eine sehr gute Qualität und haben unsere Terrassendiele. Und ich muss doch eine Terrasse bauen. So ein Scheiß. So, ich glaube, ich habe das Paralleluniversum gefunden. Zumindest eins der Paralleluniversen. Wir haben ja neulich so ein komisches Gitter zum Streichen gesucht. Ja? Da gab es noch voll das Theater, weil das hing eigentlich, als diese Wurzel noch in ihrem ursprünglichen Zuhause war, hing das da dran. Ja? Und dann habe ich das irgendwo an die Seite gepackt, sicher. Ja? Und dann hat der Lieblingspapa behauptet, ich hätte das weggeschmissen. So. Ich habe es jetzt gefunden. Es ist nämlich im Paralleluniversum. Und zwar zeige ich euch mal wo. Moment. So, hier schön aufgeräumt in diesem wunderschönen Unterstand. Ja, ist jetzt schon das Ding vor. Und was finde ich hier? Das tolle Gitter. Ja? Naja, das Alter, ne? Und jetzt suche ich die Böcke. Vielleicht finde ich die ja auch noch. Kannst du hier nicht einfach mit einer Kettensäge rummachen, ohne dass ich filme? Warum nicht? Ja, weil das ist ein Spektakel, ein Highlight. Mordok! Rein! Sollte man wegkriegen. Kannst du hier mal ein bisschen aufräumen? Große Dinger wollte ja Matze haben, ne? Ja, die packe ich immer an der Seite. Ja. Zu seinem Handtuch. Bitte? Zu seinem Handtuch. Zu seinem Handtuch. Außer hier vergessen hat. Okay. Guck mal, Stöckchen. Hier. Kevin will kein Stöckchen. Ich nicht, du bist dein Bild. So, gut. Ja, das ging leider absägen, oder? Ja, weg damit. Jetzt hat Pippi sich den Stock geklaut. Naja, nimm hin. Das macht keinen Spaß, wenn man den kriegt. Man muss sich den klauen. Ach so, okay. Dann kann ich ihn ja wegnehmen. Was war das hier? Guck mal, da liegen noch ganz viele. Aber ihr müsst jetzt den haben, ja? Natürlich. Ja? Das ist jetzt das Objekt der Begierde. Meiner. 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 Ruf, du hast 80 Kilo Hunter dranhängen. Ja, ja. Hör auf hier. Hör auf, das ist unter euch aus. So viele Stecker liegen da. Ja, nee, die wollen deinen haben. So habe ich mir das vorgestellt. Wenn du da jetzt nochmal gegen haust, dann ist er wahrscheinlich komplett am Arsch. Ah, siehst du, geht doch. Das macht mich nicht unbedingt glücklicher, dass du das einfach so hochheben kannst. Ist das nicht wieder lange älter, das ist doch klar. Ja, wundert mich eh, dass es den letzten Sturm überstanden hat. Das ist ein Vorschlaghammer, ja? Ich habe einen Vorschlag. Dann macht man einen Vorschlag und wenn das nicht klappt, hämmert. So, los jetzt hier, komm. Was soll ich denn jetzt machen? Du musst hier mal gegenhauen, ich heb das an und du haust hier. Ich hau dagegen? Logisch. Sekunde.
hatte schon bessere Tage, würde ich mal sagen. Ja. Aber beide. Ja, ist so gut. Nee, ich meine der hier. So, ja. Der. Wobei der noch gut ist. Kaum. Was bringst du für Wetter mit? Ich war schon hier, als ich kam. So, mir fehlt ein Makita-Akku. Hast du das irgendwo gesehen? Was ist denn das? Ein schwarzes. Ja. Vielleicht in der Waschküche. Ich habe heute gepostet, ja. Die sollen mal Daumen drücken. Die drücken nicht gut genug Daumen. Es regnet. Ja, sicher. Daumen drücken, habe ich gesagt. Aber ja, muss ich viele Terrasse machen. Im Übrigen muss ich dir mal sagen, bin ich ja heute nur der Hiwi, ja? Du bist der Hiwi? Du hast ja getönt, ich habe schon zwei Terrassen gebaut. Ich habe noch keine gebaut, also. Ich sag dir, wie es geht. Erstmal machst du das da alles schön glatt, da unten. Mhm. Was für ein Scheiß-Sommer. Heute steht in der Zeitung, ist der heißeste Juli seit 100.000 Jahren. Seit Tausenden von Jahren. Ja. Dann hört er ab. Ja. So. Meinst du das hier? Ja. Das ist doch keine Zeichnung. Was ist das denn? Das ist ein paar Streifen, das sieht aus wie ein Testdruck. Das ist eine technische Zeichnung. Das ist eine technische Zeichnung, ja? Ja, na klar. Das sieht aus wie ein Testdruck von deinem Drucker. Hast du recht. So machen wir es, oder? Hatte ich doch so geplant. Weiß ich nicht, guck mal auf deine Zeichnung. Ja, mach's hier recht super. Ich hätte vielleicht einen Drucker nehmen sollen. Sag ich doch, sieht aus wie... 2, 3, 4. So, kleine Planänderung. Da ist ja draußen ein Shift und regnet wie verrückt. Steht schon wieder alles unter Wasser. Das ist natürlich für eine Terrasse heute, für einen Terrassenbau heute nicht optimal geeignetes Wetter. Aber wir haben ja noch hier noch andere Baustellen hier im Schnäppchenhaus. Ich werde jetzt mal anfangen, die Werkstatt hier so ein bisschen weiter aufzuräumen. Wir hatten das ja neulich schon mal auf alles aufgeräumt. Jetzt werde ich ja mal ein bisschen weitermachen, die den Wände da streichen. Und dann können wir nämlich schon mal das Werkzeug aus der Schusterwerkstatt hier reinräumen. Dass wir die langsam freikriegen und da auch mal langsam anfangen können. Ja, ihr seid ja schon alle so gespannt. Also hat der Regen auch was Gutes. Keine Terrasse.
so kurze Regenpause. Ich hoffe, ihr hält ein bisschen länger, ehrlich gesagt. Ich guck mal, dass ich ein bisschen weitermache. Papa ist gerade Mittagessen fahren. Der hat jetzt in der Zwischenzeit im Stall da in der Werkstatt gestrichen, damit er überhaupt was Produktives machen kann. Und ich gucke jetzt mal, ob ich hier noch ein bisschen mehr ausgelevelt bekomme. Wollt ihr gerade ein Foto schicken? Ja, ich hab gedacht, ich kann da jetzt Kaffee trinken. So. Oh nein. Es ist so lange her. Ja. Andersrum. Habt ihr mich vermisst? Hast du abgenommen? Ja. So, ich mach deine Abnahme. Ja, was soll ich denn abnehmen? Es ist doch nichts zum Abnehmen. Ja, guck mal, völlig neues Rahmengefühl. Ja? Ja, die Farbe ist noch nass, ja. Nee, weil da so ein runder Kreis ist. Ja, dachte, das ist ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen nass. Also, meine ich doch. Da unten ja auch, guck mal. Das ist nicht nass, das ist Salpeter. Ja? Muss noch mit einem kleinen Pinsel hinterher. Ja, muss ich noch. Aber also, jetzt nicht. Ruppiert das ja mal schnell, ja? Weiß ich aber jetzt nicht, weil ich jetzt draußen weitermache. Das ist so eine Arbeit, wenn es regnet. Ja, so, jetzt geh mal hier gucken. Ich hab die jetzt, ich weiß, die eine muss sumpfig stehen. Das ist doch die, die an Wasserläufen stehen möchte. Ja, das ist ja der den Wasserlauf, wird ja dein Vater noch bauen. Ach so? Einen kleinen Bach, weißt du? Hast du gehört, Papa? Wir brauchen noch einen Bach, weil die eine Pflanze. Von dort kommt das so, dann sickert das hier. Das sieht so. Man ach, Franziska, so, dann kommt das und dann sickert das so. Hast du jetzt schon alle gebohrt? Ganz kleinen. So ein, ja, genau. So ein ganz kleiner, hier so lang und dann in den Brunnen rein. Ja. Das wär's doch. Das hat mich geschlagen. Was? Habe ich nicht gesehen. So, haben wir das jetzt hier ausgerichtet? Oder wie? Nein, haben wir noch nicht ausgerichtet. Wir haben die vorhin da hingelegt und dann hat es angefangen zu regnen. Darum ist sie krumm und schief aus. Ja, ist auch krumm und schief. Reichen so denn jetzt die? Das werden wir sehen. Ich fange jetzt an. Ja, reichen die. Habe ich doch ausgemessen. Durchmessen. Thank you.
Komm. Oh. Ja, dann holen wir Eis. Der Eismann ist da gewesen. Ihr habt schon gekriegt. Ihr habt eure weg innerhalb von 2 Sekunden. Einteilen ist alles. Anni, willst du nicht hierher setzen? Nö. Richtig schön, so wie so ein Heiligenschein, so lauter so Lichtorbs. Ja, ich bin ja auch ein Heiliger. Eigentlich bin ich ein Heiliger. Ach so? Ja. Der heilige Wolfgang. Ich bin auf diese Welt gesandt worden, um irgendwelche Weiber glücklich zu machen. Es macht auf jeden Fall sehr gut. Obwohl, so. Nee, das sage ich dann erst am Ende dieses Wochenendes, wenn die Terrasse steht, dann sage ich, dass du das gut gemacht hast. Erste Latte liegt. Was ist denn das, was du da hast? Spezialwerkzeug, eine Vorrichtung. Eine Vorrichtung. Hast du aber nicht selber gebaut jetzt? Nee, diesmal ich sie gekauft. Und dann hat man hier durch den Abstandslöcher. Ja, den gleichen Abstand. So, heute geht's mit der Terrasse weiter. Ich werde jetzt schon mal die ganzen Dielen hier nach vorne holen und die hier hinlegen, damit wir nicht mehr so weit laufen müssen.
hast du das so schön angebaut. Jetzt baust du es wieder ab. War ja eben das. Provisorisch hält aber normalerweise 10 Jahre. Ja. Du hast das, du hast die Bedeutung von provisorisch nicht verstanden. So. Na bitte, Brigitte. So, wir müssen ja noch ein bisschen anpassen. Es sind nochmal ein paar extra Stücken. Die werden jetzt auch noch geölt. Hast du den Fehler gefunden? Das habe ich auch nicht. Nicht gesehen. Oh, ist jetzt so anders. Scheiße. Nur sieht es doch schon besser aus. Was hast du denn für ein Wetter mitgebracht? Das Wetter war hier. Nee, das war nicht hier. Es war sonnig. Dann bist du gekommen. Und dann fing es an zu regnen. Muss ich verscheißern, oder was? Du bist nicht so gut zu scherzen. Das nervt, du sieht mir auf den Sack. Nee, aber wie kann man sich denn übers Wetter... Die ganze Woche kann es regnen, aber nee. Hat's ja auch. Ja. So, weißt du was? Ich sag dir jetzt mal was, ja? Ja, sag mir mal. Die Natur kann's brauchen. Wenn man mir heute auch schon erzählt. Ich wollte hier fertig werden, Wetter. Ja, fertig. Das ist auch ein bisschen Wunschdenken. Du weißt doch, dass du hier nicht fertig wirst. Mit der Terrasse. Ach so. Ach so. Hast du die Akkuschraube jetzt weggepackt? Hier unterm Stuhl. Im Trockenen. Mhm. So, was brauchen wir? Die Schrauben brauchen wir? Alles, was ich gerade reingetragen habe, brauchen wir. Das brauchen wir jetzt, ja. Ja. Die Plastikdinge jetzt draußen lassen können. Da passiert ja nichts. Ja, du hast ja gesagt, das wird heute nicht mehr. Also, habe ich aufgeräumt. Bist du denn schon, oder? Ich gucke, ob ihr das jetzt schafft. Deine Hunde haben ziemlich spät angefangen zu reagieren, Franziska. Was? Die haben ziemlich spät angefangen zu reagieren, deine Hunde. Die sind viel zu fertig heute. Warum? Weil sie erst den ganzen Tag draußen waren. Und sie immer. Komm, lass die nicht erflecken. Der letzte Bohrer, den wir haben. Es geht ja jetzt so schräg, ja? Ja, klar, es ist überall schräg. Das steht da offensichtlich schräg. Machen wir das dann noch? Dann kommt hier noch so. So ungefähr. Ja, naja, dadurch, dass ich da so schnell umdisponieren musste, war ich lieber 2 mehr genommen als 2 zu wenig. Wir brauchen ja hier noch ein Brett, da noch ein Brett. Wir brauchen schon noch ein paar. Okay. So, als vorne, als Sichtschutz? Als Blende. Blende. Was suchst du denn? Mein Zollstock. Unter der Terrasse.
Hausaufsicht freut sich schon wieder, weil Holzreste da sind. Und so das viele. Das sind für Häuser. Für Häuser. Ja, pack sie mal gleich in eine Werkstatt. Oh, ist das schön. Oh, das ist ein kleines für einen Adventskranz. Das jetzt erstmal da auf den Klebeschrank. Ja, das sieht schön aus dann, Papa. Die Bauaufsicht ist am Holzreste sammeln. Oh. Na, nur, dass dein Bruder nicht da ist. Warum? Na, der hätte das in die Verbrennungskiste gemacht. Ja, ich hätte es auch verbrennt. Ich nicht. Wir nicht. Ich hätte es auch. Und nicht. Wir nehmen das zum Häuserbauen. Ja, sag mal, wie sie denn. Wie sie damit wegkommt, ey. Da wird dir gleich ganz warm ums Herz, ne? Hier ist das auch noch heilig? Na sicher. Hier wird nichts weggeschmissen. Weg. Da ist auch noch eins, Mutti, so ein dreieckiges. Nee. Da mach mal einen Tannenbaum draus, los. Nimm's mit. So, jetzt ist ja, sieht das doch schon mal ganz gut aus hier. Oder? Das sieht schön aus, ja. Das sieht doch richtig geil aus. Ja, die ist auch schön sauber, Bärung. Ja, das mache ich dann morgen. Das lohnt so, sich heute hier müssen wir jetzt noch ein bisschen anpassen. Anpassato! Ja. Ein Like für den Anpassato. Hier wollten wir jetzt, ein bisschen kann ich glaube ich noch mitschneiden. Passt das? Ja, dann sieht das richtig geil aus. Ja, ja. Ja. Aber ich finde, das ist schon mal ein gutes Resultat. Ja, ja. Ja. Wenn man überlegt, unter welchen widrigen Umständen wir das hier dieses Wochenende bauen mussten. Ja, gucke. Zack. Und jetzt machen wir den Schirm da oben noch drauf, damit wir es nochmal komplett haben. Wenn du ein Foto machen kannst, dann muss ich. Ja, genau. Nicht mit anfassen. Ist der Hulk. Aber andersrum. Andersrum? Ja. Mit der Rundung geschrieben. Nee, die Rundung sieht doch kacke aus. Stell dir mal andersrum. Stell dir mal andersrum. So. Gucke. Cool. Sieht doch cool aus, oder? Ja. Jetzt brauche ich nur noch ein paar andere, damit ich einen Kreis draus machen kann. Die Scheiße machen wir nicht mehr so doof aus. Kann ich noch ein bisschen gerade ausrichten? Nee, du musst den zur Sonne ausrichten, Papa. Das ist doch zur Sonne. Ja, aber das musst du doch erst berechnen. Ach so. Gut, na dann. Ich sag dir dann, wo der hin muss. Ja, so ganz hat das nicht geklappt.
Also trotz Regen haben wir es natürlich geschafft, hier zumindest erstmal im Groben die Terrasse fertigzustellen. Demnächst geht es dann an die Details. Ich hoffe, dass es jetzt endlich mal wieder so richtig Sommer wird. Ja. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da. Kommentiert auch mal, ob ihr Daumen gedrückt habt oder ob ihr noch Tipps habt oder eure Erfahrungen beim Terrassenbau. Habt ihr auch im strömenden Regen gestanden? Und natürlich, wenn ihr das noch nicht getan habt, auch gerne ein Abo dalassen. Da freuen wir uns und der YouTube-Algorithmus. Also ihr macht gleich zwei Leute glücklich, beziehungsweise ja, zwei Leute, mich und Papa und den Algorithmus. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche. Habt einen schönen Sonntag und eine tolle Woche. Bis dann. Tschüss.